hands on your body. So tell me what you want me to do. I can be good or be naughty. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin so vor einer Stunde aufgestanden. Es ist jetzt 6:06 Uhr, ganz genau. Gucken wir gleich nochmal nach. Auf jeden Fall habe ich gute Stimmung. Wie immer startet mein Morgen mit etwas Musik. Und ja, ich werde heute einen sehr coolen, aufregenden Tag haben. Gleich geht es erstmal ins Gym. Dann werden wir zu einem Shooting von Body IP fahren und heute Nachmittag habe ich Coaching-Sessions. Ich freue mich sehr. Es ist wieder sehr viel los und ja, ich hoffe, ich kann euch ein bisschen mit meiner produktiven Energie anstecken. Ansonsten, es wird ein erfolgreicher Tag. Ich bin mir sicher. Also, wie ihr gesehen habt, es ist wirklich ungefähr 6 Uhr. Ich fange jetzt an zu lernen. Und zwar für meine Ernährungsberater-Lizenz. Ich habe die Prüfung nämlich bald und genau dafür wollte ich noch ein paar Sachen morgens wiederholen. Und weil ich wirklich mich am besten morgens konzentrieren kann, erledige ich diese ganze Arbeit einfach in den ersten frühen Morgenstunden und schaffe dann wirklich auch am meisten. Ihr seht hier, ich schreibe zwischendurch, ich wiederhole alles im Kopf, aber mache auch eben Aufgaben oder schreibe mir einfach nochmal was dazu auf. So, ich nehme euch jetzt mit ins Badezimmer. Vielleicht sollte ich doch nochmal darüber nachdenken, Make-up-Blogger zu werden. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr euch dazu was wünscht. Aber wirklich, also Make-up drauf machen, mich fertig machen, das ist echt Teil meiner Routine. Ich nehme dafür auch echt ein bisschen Zeit jeden Tag, einfach weil ich mich dann wohler fühle und produktiver bin. Und jetzt vor allem auch für das Shooting natürlich möchte, dass alles irgendwie hübsch aussieht und gut sitzt. So, ich habe mich jetzt gerade mal ein bisschen fertig gemacht und werde jetzt auch direkt zum Gym fahren. Fahren? Seit wann fahre ich denn? Ich laufe, ich habe gar kein Auto. Ja, wie gesagt, heute Morgen bin ich ein bisschen noch durch den Wind. Anyways, auf jeden Fall fahre ich jetzt zum Gym und ich werde dort auf jeden Fall nicht 100% geben können, sondern nur so 80%, weil ich noch ein bisschen erkältet bin. Also ganz, ganz minimal und ich möchte nicht direkt wieder, ja, mich komplett überfordern und aus dem Leben rauskicken. Also ich freue mich trotzdem. Es wird vielleicht eine bisschen langsamere Session, aber es wird trotzdem gut. Genau, ich muss jetzt noch schnell meine Wasserflasche einpacken und dann kann es losgehen. So, wir gehen jetzt los. Und ich würde sagen, davor will ich euch doch den schönen Teil des Tages noch nicht vorenthalten. Wir gehen Müll rausbringen. It won't go away. I've got that feeling rushing through my body. I know that it is here to stay. It's like you're my personal Illuminati. I know that some might say that I am just a bad girl, but if you treat me right, I will be the best girl in this whole world. No, I'm not. Hands on your body. So tell me what you want me to do. So, ich bereite jetzt gerade mein Frühstück vor. Das sieht noch langweilig aus. Das ist jetzt einfach nur Quark, Ei, Puddingpulver und ein bisschen Geschmackspulver. Aber, trust me, das wird eine richtig leckere Cheesecake Bowl. Und zwar High Protein. Genau das, was ich jetzt brauche. I forgot how to act, it's so classic. Every time you make me nervous and I lose my words. It's been a while since I forgot the most simple words. Ja, eine Regel bei mir. Und das ist, es gibt nicht genügend Nussmus auf meinem Frühstück. Grundsätzlich auf jeder Art von Joghurt, Quark, Bowl, Porridge. Immer schön viel Nussmus drauf machen. Ist auch gesund.
jetzt gibt es erstmal Frühstück für mich. High Protein natürlich. Hier sind bestimmt so 30, 40 Gramm Protein drin. Und dann geht es auch schon zum Shooting. Ich freue mich sehr und ich muss mich tatsächlich wieder beeilen. Ich filme ja auch gerade 3 Videos gleichzeitig für Instagram, Vlog und dann mache ich Stories und Get Ready for the Gym with Me und hier gerade den Vlog. Aber was macht man nicht alles als Content Creator? Und es macht so einen Spaß. Ich bin schon wieder so hyped. Wir sind im Fitnessstudio angekommen und haben erstmal unser Revier markiert. Ich werde heute mit Janine, da ist Janine, ein paar Workouts abfilmen zu verschiedenen Muskelgruppen, also Bauch, Beine, Po, das volle Programm ist dabei. Und hinterher wird das auch noch mit Erklärung versehen und dann auf dem Kanal von BodyIP gepostet. Ihr könnt ja mal vorbeischauen, vielleicht ist das schon passiert. Es war auf jeden Fall sehr anstrengend, aber hat auch mega Spaß gemacht und wir sind richtig happy mit den Ergebnissen. Ich bin jetzt gerade von dem Shooting nach Hause gekommen. Es war sehr cool. Wir haben richtig viel geschafft. Und ihr hört es vielleicht schon im Hintergrund. Ich habe gerade ein Hähnchen in die Pfanne gehauen und werde mir jetzt erstmal was zum Mittag machen. Und dann habe ich gleich nämlich Coaching-Termine. Das heißt, ich muss mich auch noch ordentlich umziehen und noch schnell unter die Dusche. Okay, let's go. So, wir kommen jetzt zum Lieblingsteil meines Tages und zwar das Coaching mit euch. Ich kann euch nicht sagen, wie viel Spaß es mir macht, euch einfach weiterzuhelfen, euch zu zeigen, wie ihr zur besten Version eurer selbst werdet. Und in dieser Session habe ich mit meiner Kundin gemeinsam einen neuen Tagesplan erstellt, also Produktivitätstipps, weil sie jetzt bald auf die Abi-Phase zusteuert und ja, das hat sehr, sehr gut geklappt. Ja, Freunde, ich bin immer noch hier, es ist 8 Uhr. Und ich bin immer noch nicht fertig. Aber egal, manchmal ist es so, dass ich so in meine Arbeit versunken bin und das Ganze so gerne mache, dass ich einfach bis zur letzten Minute abends noch dabei bin. Nicht vergessen, der Tag hat um 8 angefangen. Der Tag hat um 4.30 Uhr angefangen. Und es ist jetzt 20.04 Uhr. Es war ein langer Tag. Die Batterie sagt auch ciao. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich auch ganz herzlich aus diesem Blog von euch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, euch heute mit meinem Daily Chaos und dem ganzen Programm hier zu entertainen. So, jetzt versagt meine Stimme auch. Ich gehe jetzt ins Bett, darauf freue ich mich echt schon sehr. Wir sehen uns im nächsten Vlog. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn ihr ein Like hinterlasst. Und gerne mir auch folgt. Es wird weiterer toller Content kommen. Das wollt ihr nicht verpassen. Und ich freue mich total, euer Feedback zu lesen. Also ja, sagt mir gerne, was ihr davon haltet. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag sonst noch. Ciao, ciao.